Jetzt neu bei Trackout. Ela wandert. Obwohl, eigentlich wäre eher Ela trailt, Christian wandert und fotografiert. So könnten wir es aufteilen. Daniel fotografiert. Das können wir noch alles anbieten. Ja, und die ganzen anderen Sektionen noch. Und Ruven programmiert. Ja, sportlich geht's weiter. Berg bzw. Holzsteigen. Kleines Örtchen, Dörfchen. Ja, was im letzten Teil so schön war, wegen den tollen Wegen, ist leider hier so ein bisschen unschön. Wir haben jetzt ziemlich viel Straße gelaufen und das hat nicht mit einer Umleitung des Forstes zu tun, sondern das gehört mit zum Weg. Geht immer viel an der Straße lang, man hat auch ein paar Überquerungen, aber ist jetzt nicht schlimm. Aber für die Hundebesitzer, die gerne mal den Hund ohne Leine neben sich laufen lassen, aber genügend Sorge haben, dass dort auch mal was passieren kann, ist es halt doof. Ja, wie gesagt, hier geht es gerade an der Straße lang. Ein kleiner, schöner Pfad auf jeden Fall. Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt gestört dadurch. Außer man wollte einfach mal seine Ruhe haben und hat trotzdem hier die ganze Zeit Verkehr. Aber wie man ja mitkriegt, so viel Verkehr ist es ja auch nicht. Ja, das Schöne schon mal hier auf dem Weg ist, wenn natürlich Wasserpflicht fließt, dass hier eine Ilmquelle ist, aber die Siechquelle ist auch nicht weit entfernt. Hier sieht es auf jeden Fall ziemlich trocken aus. Aber ich glaube, mit einem kleinen Schäufelchen oder so hat man vielleicht das Glück, dass man doch ein wenig Wasser finden kann. Ich drehe mal um.
und nochmal eben wegswitchen, da ich hier irgendeinen Fahrradfahrer aufnehme, beziehungsweise Rennradfahrer. Ja, absolut klasse Ausblick hier. Wir müssen natürlich wieder hier eine Straße queren. Ja, jetzt, ja, hier geht's los. Jetzt sind wir auch von einer Umleitung betroffen. Befristete Umleitung, Rothaarsteig. Hier geht auch, glaube ich, der Westerwaldsteig, der Wittgensteiner Panoramafahrt lang. Da gucken wir jetzt gleich nochmal. Das ist aufgrund des ganzen Forstbetriebes schwierig, die passende Beschilderung zu finden manchmal. Aber die Ranger geben sich auf jeden Fall hier Mühe, das sieht man. Und was mit den anderen Behörden, wie auch immer, ist, wegen den Wanderwegen, die agieren da, glaube ich, ein bisschen anders da. Aber wegen Rothaarsteig muss sich keiner Gedanken machen, dass er irgendwie sich verläuft, weil die geben sich echt Mühe hier. Man findet immer wieder eine Umleitung und eine Beschilderung, das ist klasse. Hiermit beginnt eine Werbesendung. Ich mache ja gerne auch mal so ein paar Berichte dazu, wie zufrieden ich mit manchen Produkten bin. Und ich bin ja jetzt hier aktuell mit dem, halt mich scharf, geht doch. Hab ja den rosa Schal, den Tobi und den Hubert, also das T-Shirt und den dünneren Pulli, sage ich mal, an. Und wir haben 11 Grad, so in der Bewegung, richtig geiles Klima, es ist schön muckelig warm. Und jo, leicht windig, im Wald, keine Sonne. Ich finde das ziemlich gutes Setup, ist nicht irgendwie massig, schwer oder sonst was. Und habe halt noch die Arc'teryx Regenjacke, diese Plane, sage ich mal, immer dazu dabei. Und das reicht absolut aus. Ich bin mal gespannt, wie es nachher ist bei der Rast. Aber so die letzten Touren auch immer recht angenehm noch gewesen. Klar, man merkt, dass es kälter wird, aber da kann ich mich nicht beschweren. Auch so jetzt wegen der Feuchtigkeit, wenn es hier mal ein bisschen bergauf geht, man ins Schwitzen kommt. Mücke. Ja, also schaut mal bei Brosa vorbei, ist in jedem Video unten verlinkt. Unterstützer von Trackout, beziehungsweise wir supporten die natürlich, weil wir sehr zufrieden sind mit der Nachhaltigkeit, dem Geschäftsführer, den Tom, schöne Grüße gehen raus und auch schöne Grüße an die anderen Sentinels, wo ich ja schon mal den Tobi kennenlernen durfte, da gehen auch schöne Grüße raus, echt coole Leute und die Marie. Ja, wie gesagt, schaut vorbei, guckt euch die Produkte an, lasst euch nicht von dem Preis abschrecken, es lohnt sich. Wer für irgendwelche Plastikplanenjacken 600 Euro ausgeben kann, kann auch mal für was Nachhaltiges auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und so teuer ist es eigentlich gar nicht.